Traum. Vielleicht ist es ja einer. Bitte, bleib bei uns. Ja, wir gehen, sobald wir können. Versprochen. Moin moin und willkommen zurück zur Plax Teel. Was befindet sich in dieser Kapelle? Finden wir es raus. Hier können wir gerade nicht hier machen. Aber der Boden ist getränkt mit Blut, wie man sieht. Mm. Wollen die Kapelle gehen, lass doch mal hier ein bisschen hier erforschen, ob hier irgendwas ist, was wir gebrauchen können noch. Was? Gerade ist erschienen, dass wir reingegangen sind. Wir können irgendeinen Vertopfgewerz machen. Das ist ziemlich cool, oder? Also für dich. Okay. Ja, wir müssen wahrscheinlich in die Kapelle gehen. Das ist wahrscheinlich erstmal das Ding, bevor wir irgendwas machen können hier, weil wir können auch nicht irgendwie Schleuder benutzen und nichts. Ich denke mal, es gibt hier noch einen Kampf gleich hier draußen. Hundertprozentig. Sieht schon alles so vorbereitet aus. Lass mal schauen. Klopfen wir mal an. Endlich. Es gibt so viele davon. Die sind ziemlich neu. Wer war das? Milo? Dieses Gemälde. Das sind der Träger und seine Beschützerin. Sie kommt nur auf diesem hier vor. Ja, und? Wurde diese Kapelle ihr gewidmet? Der Beschützerin. Elia war bloß eine Lückenfüllerin. Das war ihre Funktion innerhalb des Ordens. Sie wollten sie bestrafen. Nun. Sehen wir unten nach. Wo zum Teufel ist Milo? Weiß ich nicht. Elia ist wichtiger. Eine Gruft? Da ist nichts. Bist du sicher? Das sieht irgendwie wie eine Falle aus, oder? Da liegt irgendwas auf dem Tisch. Beschütze einen, beschütze alle. Das ist von der Beschützerin. Der Orden hat sie hier eingesperrt. Eine schöne Dynastie von Schwachköpfen ist das. Bitte pass auf. Vielleicht ist da eine Spinne drin. Dieses Ding. Schon wieder. Sie ist wütend. Sorgt sich um den Träger. Er ist so jung. Sie will ihn zurück und sie weiß, wohin sie ihn gebracht haben. Das Heiligtum. Der Palast. Die Festung. Die Karte. Dorthin brachten sie ihn. Warte, so leicht ist das? Hier so einfach unter der Karte? So einfach. Ihr Vermächtnis ist das. Für die nächste Beschützerin. Sicher. Das ergibt Sinn. Wie auch immer. Ein weiterer Tag in deinem Leben. Gehen wir zurück zur Karte. Ich glaube nicht, dass es so einfach zurückgeht. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir gucken mal. Wir wissen immer noch nicht, wo Milo ist. Naja, sein Werk schien ohnehin vollendet zu sein. Und Milo wird hier oben draußen auf uns warten. Zu 1000%. Also, gucken wir nochmal nach, ob wir alles da haben. Zick, zack, zick. Dann lass mal rausgehen und gucken, wie der Kampf so wird.
Pfeil in der Luft. So. Zwei Pfeile. Du? Du. Du hast meinen Ruf erwidert. Hat dir mein Opfer gefallen? Ich kann dir helfen, ja. Ich habe Männer. Sklaven. Du hast sie aber getötet. Für dich? Die Gräfin, sie bezeichnet sich als Mutter, aber du brauchst keine Mutter. Du brauchst Dina. Sag mir nicht, was ich brauche! Oh. 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 Ich dachte, es gibt einen Kampf gegen ihn. Tut doch nicht. Schade, ich dachte, es gibt einen fetten Kampf hier. Sie haben Milo getötet! Okay. Natal, sie kommen! Versteckt euch! Pass auf Hugo auf! Sie haben Milo geschlachtet! Hierher! Wir brauchen jeden einzelnen Mann! Töte das Mädchen! Okay, siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht! Ja. Du hältst uns jetzt nicht auf! Ihr macht einen Fehler! Ruhig, beherrsch dich! So, okay. Zurück! Tod! Töte das Mädchen! Fast geschafft! Jetzt nicht nachlassen! Lass uns gehen! Wir können es beenden! Sie hören dir nicht zu! Ja! Sie sind zu dumm! Ja, ist geil, sie sind zu dumm, ja, hat er recht. Ich hab's doch gar nicht abbekommen. Ich hab's doch gar nicht abbekommen. Wollt ihr mich gerade veräppeln? Ich hab's doch gar nicht abbekommen. Mann, ey. Sie haben Milo abgeschlachtet. Wir brauchen jeden einzelnen Mann. Töte das Mädchen. Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht. Du hältst uns jetzt nicht auf. Werdet ihr büßen. Ihr macht einen Fehler. Bleib ruhig. Beherrsch dich. So. Sonst seid ihr tot! Tötet das Mädchen! Fast geschafft! Jetzt nicht nachlassen! Lass uns gehen! Wir können es beenden! Sie hören dir nicht zu! Hört auf, verdammt! Was habt ihr getan? Das Ritual ist nicht vollendet! Oh, mit Glück habe ich den erwischt. Beruhige dich, Hugo! War echt dicht dran.
Oh oh. Hugo dreht durch. Heieieiei. Eieieiei. War schon gut abgegangen gerade, ne? Ha, kleine Ruderfahrt. Hey, dieser blöde Ort sollte mir helfen. Aber ich bin noch krank. Es ist sogar noch schlimmer. Hugo, sieh mich an. Hugo, sieh mich an. Sophia. Wieso die Tränen? Weil du sicher gehen wirst. Meinetwegen. Ganz ruhig. Jetzt hör mir mal zu. Ihr beide seid wirklich einzigartig. Und aus irgendeinem dummen Grund kann ich euch gut leiden. Und das, obwohl euer Leben gerade echt scheiße ist, oder? Macht mir aber nichts. Auch die seltsamsten Dinge geschehen aus irgendeinem Grund. Seefahrergeschichten sind voll davon. Und jetzt? Solltest du dich endlich beruhigen und auf die Erwachsenen hören. Klar? Und du? Du bist keine verfluchte Armee. Er sieht zu dir auf, ja? Und wenn dein Todestrieb seiner wird, dann passiert das hier. Und das wird wirklich Folgen haben. Also, wirst du bleiben? Sag es nicht zu laut. Dankeschön. Ihr könntet mich eigentlich ablösen. Wow, das war auch ein ziemlich langes Kapitel, muss ich sagen. Kapitel 11. Die Wiege der Jahrhunderte. Das klingt auch schon vielversprechend. Ups. Ein paar Ratten. Nicht viele, nur ein paar. Wir haben ja das Prisma und können den ganzen Weg da durchbahnen. Die vielen Menschen. Es ist meine Schuld. Ist es nicht. Wir alle wissen, was passiert ist. Nur keine Sorge. Gehen wir zur Karte. Deswegen bist du hier. Super. Und genau hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis das dahin. Tschüss. Bald vorbei, Hugo. Die Ratten wollen das.